Er hat seinen Namen geändert und darauf bestanden, sein Gesicht nur verdeckt zu zeigen. Wir waren eine normale sowjetische Familie. Nur dass meine Eltern mich mit 6 Monaten nach Moskau brachten, wo sie sich einem Spionagetraining des KGB unterzogen. Ich war Studentin an der Universität von Lettland, als mein Vater mich für die Sommerferien in die USA einlud. Für mich bestand die Welt nicht aus Politik und dem Kampf der Supermächte. Ich wusste nur, dass er eine wichtige Persönlichkeit war. Mein Vater sagte mir, er und seine Frau würden jetzt sofort zu den Amerikanern überlaufen. Es war seit langem geplant und 1978 bot sich die Gelegenheit. Ich hätte die Wahl, bei ihnen zu bleiben oder zurück in die Sowjetunion. Dann sagte mein Vater, dass wir unsere Namen und Biografien ändern müssten. Ein Mann sprach mich vor einem Theater an. Ich merkte, dass man mich verfolgte. Es gab auch den unangenehmen Fall, dass Überläufer zum Tode verurteilt wurden und der KGB den Auftrag gab, sie im Ausland aufzuspüren, um das sowjetische Gerichtsurteil zu vollstrecken. Nach allem, was in der Vergangenheit mit Überläufern passiert war, schien ein Mord durchaus im Bereich des Möglichen zu sein.